Moin, sind ihr Füchse da draußen und willkommen zu Kimfuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Enderal. Okay, moin, da ist jemand am Fegen. Siehst du, der freut sich über meine Besen. Der würde sich freuen. Ja, ich könnte ihm einen neuen Besen geben. So ist das. Im letzten Part haben wir Enderal, beziehungsweise Ark, nicht Enderal, Ark von der Invasion befreit und, oder sagen wir, die erste Invasion abgewehrt, sagen wir mal. Festgestellt, dass unser Apparillo noch gar nicht funktioniert, ohne den Katalysator, den wir da nicht haben, den Nucleus sozusagen, oder wie auch immer das Ding sich nennt. Und ja, müssen jetzt schauen, wie wir an so ein Ding rankommen. Aber ich bin da voller Hoffnung und guter Dinge. Wir schauen nur jetzt erstmal, bevor wir jetzt mit der Main Quest weitermachen, ob wir jetzt die Nebenquests machen können. Und zwar Jasper im tanzenden Nomaden treffen. Ich versuche mal mein Glück. Es kann sein, dass das halt nicht geht. Aber wir probieren es mal. Wir können auf jeden Fall jetzt zum Marktplatz reisen. Das ist doch schon mal schön. Und dann können wir ja mal gucken, ob wir noch normale Quests machen können oder ob ganz arg immer noch im Kriegszustand sozusagen ist. Nee, wir sind wieder gefeiert. Alles wieder gut. Die Normalität ist wieder eingekehrt. Grüße. So ist es fein. Grüße! Sehr schön. Dann mal los. Das ist meine Meinung, aber die will ja keiner hören. Ja. Los, 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 los. Viele bewegende Ereignisse oder... Oh. Auf geht's. Ab in den tanzenden Nomaden und mit Jasper geredet. Wird wahrscheinlich der letzte Quest sein, würde ich sagen, mit ihm. Von seiner Storyline. Ich denke, dann ist vorbei. Oder ganz am Ende, wenn man durch ist, gibt es nochmal Abschlussdinger. Das könnte ich mir auch vorstellen. Wenn die nicht alle draufgehen, you never know, ne? Geht weiter. Ich möchte mit Jasper. Schreitet wohl. Ein Nerimese. Hallo? Ihr habt Malfas zum Gruß. Habt ihr meinen Kumpan gesehen? Ihr meint den Schönling, richtig? Ja, den habe ich tatsächlich gesehen. Er war bis vor kurzem noch hier. Saß den ganzen Tag hier rum und hat gebechert und geraucht, als gehe morgen die Welt unter, ich sag's euch. Und irgendwann ist er dann aber gegangen. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Er sah mitgenommen aus, sagtet ihr? Schatten unter den Augen, gebeugter Gang. Ich bin kein Apothekarius, aber ja, er hat sicher schon mal bessere Tage gesehen. Irgendeine Idee, wohin? Nein, woher denn? Die wenigsten Zecher melden sich bei mir ab. Aber er sah für mich wie ein Mann aus, der noch eine Weile lang unterwegs sein wird, also... Ich würde mich mal in ein paar anderen Schenken umschauen. Jasper im fetten Loren suchen und Jasper im falschen Hund suchen. Jasper in der silbernen Wolke suchen. Wie viel Schenken es doch gibt. Na, dann mal los. Ich würde sagen, er ist bestimmt im falschen Hund. Na? Wenn man richtig im Arsch ist, wo führt es einen hin? Untertage in den Bau. Da, wo die ganzen Fleischschmadenkranken sind. Ne? Auf geht's. Dann mal los. Folgen wir einfach dem Weg. Marktplatz. So. Dim. Hab ich schon mal erzählt, dass ich diesen Mod einfach nur grandios finde und dem gesamten Enderal-Team hier meinen absoluten tiefsten Respekt aussprechen möchte? Wirklich? Von ganzem Herzen? Also ich muss mal gucken, ob man bei denen irgendwie spenden kann. Die kriegen von mir locker eine Spende von mindestens 30 Euro rein, weil man das hier einfach als ein normales, mindestens Second A, ich würde schon sagen Triple A-Game, also... Das steht ja hier eigentlich in Skyrim im Nichts nach. Die Story ist geiler sogar. Die Welt ist schöner. Es ist komplett geil deutsch vertont. Ich bin sprachlos. Ich muss eine Spende rüberballern. Das haben sie sich einfach verdient. Also wirklich, ganz von tiefstem Herzen. Mein tiefsten Respekt. Wie oft mich dieses Spiel emotional berührt hat. Wie viele tolle Geschichten wir erlebt haben. Und es gibt ja noch so viel mehr. Man kann ja immer noch, wir haben ja noch Nebenquests. Wir haben noch die Welt zu entdecken. Da gibt es immer noch Höhlen und verrückt. Und wir sind ja noch nicht durch. Also so ist es ja nicht, ne? Also, verrückt. Einfach nur verrückt. Wirklich, wirklich, wirklich aufrichtig Begeisterung. Anders kann ich, also wirklich. Einen Groschen, Monsieur. Bitte nur einen. Ich bin auch sehr, sehr gewillt, mir den Vorgänger reinzuziehen. Der Herr wird es euch vergüten. Wirklich, den habe ich auch noch nicht gedaddelt. Nee, Hirim. Ich habe aber auch Oblivion nie gespielt. Das müsste ich eigentlich auch echt nochmal nachholen. Das ist noch auf meiner Liste. Wirklich. Ich habe immer noch nicht Oblivion durchgespielt. Nie.
die Gegner mit leveln und das geht mir auf den Sack. Aber es gibt inzwischen Mods und Co., also sollte man mal regeln. So viel zu tun. Was ist das denn hier? Also hier scheint er nicht zu sein. Kann ich mit dem Wirt über ihn sprechen? Hallo. Nee, das war's schon. Bis Dankeschön, tschüss. Also hier ist er nicht. Na los, geht weiter. Sei doch mal nicht so mad, Mann. Was soll denn das? Ist doch immer das Gleiche. Okay, dann Fremdländer. Gehen wir mal weiter. Also ich habe ja gedacht, er landet hier, ne? Wenn man irgendwann pleite ist und sich scheiße fühlt, dann landet man doch eigentlich bei sowas, oder nicht? Ist das nicht so? Aber gut, man kann sich ja auch irren. Moin. Ein gut gemeinter Rat. Achtet hier unten auf eure Taschen. Achso. Ich dachte, es kommt was Böses. Ein gut gemeinter Rat. Verpiss dich. Jetzt eine schöne Pfeife. Pfeife Friedenskraut. So, hier rum und da rum und da raus. Immer noch einer meiner liebsten Orte in Enderal, weil es einfach so muckelig aussieht hier irgendwie. Keine Ahnung, ich würde jetzt zwar nicht wohnen wollen, sagen wir mal so, ne? Also so unter Tage in einem Wasserwerk, aber es sieht optisch sehr schön aus. Ja, moin. Moment mal. One gehittet. Ich war hier doch schon so oft und jedes Mal liegt hier wieder neues Zeug rum. Nice. Ah ja, lass dir Zeit, Mann. Deine. Ihr meint das ernst, was? Wie kannst du denn noch reden, nachdem der Kopf weg ist? Ja, ich meine das sehr ernst sogar. Also jetzt Hashtag RealTalk, ich meine das so ernst. So ernst, das glaubst du gar nicht, wie ernst ich das meine, ne? Jo. Ich suche meinen Freund, ja? Das kann einen echt bewegen. Bitte nicht abstürzen. Ah, nee, ein Glück. Es sah ein bisschen kurz mal so aus jetzt gerade. Wir gehen mal in diese Richtung. Hier war ich, glaube ich, noch gar nicht drin, oder? Zum fetten Loren einmal vielleicht. Wir waren viel zu selten im fetten Loren. Allein der Name ist schon geil. Mal sehen, Jasper hier irgendwo. Hallo. Die Jasper gesehen? Ne. Fast zum Gruß, Messer. Kann ich euch für meine erlesene Bücherauswahl begeistern? Also jetzt aktuell gerade nicht. Ein guter Jahrgang. Bitte geht weiter. Bitte geht weiter. Der eine redet von Anstand, der andere rübt sich die Seele aus dem Leib, weißt du? Läuft bei denen. So, wie lange muss mein Fleisch denn noch bleiben? Weil ich muss mal eben gucken hier. Ich muss den Grill gleich wieder anheizen. Stunde, 10 Minuten noch. Dann kommt die letzte Phase. Die eine Stunde Phase. Glazing. Kommt das Zeug wieder auf den Grill? Normalerweise mache ich, also es läuft immer so. Die ersten 3 Stunden sind schön bei Rauch auf dem Smoker. Danach wird das Ganze eigentlich in Alufolie eingeschlagen. Jedes Rippchen wird in Alufolie eingeschlagen. Dann kommt so ein Schluck Apfelsaft rein. Und dann kommt das wieder auf den Grill. Habe ich mir das heute durchgelesen bei so einem anderen Rezept und der meinte, Leute, ohne Spaß, ob ihr das auf dem Grill macht oder im Backofen, spielt ja keine Rolle. Es geht ja nicht um Aroma oder sowas. Es ist ja in Alufolie eingetütet. Also es geht nur um die Wärme und den Dampf. Und um es euch einfach zu machen, nehmt doch einfach einen Backofen. Und ich so, ganz ehrlich, wer das Ikea-Rack da auch hat, viel einfacher. Ne? Habe ich da schön 500 ml Apfelsaft unten reingeschüttet, das schön aufgestapelt da, Alufolie drüber, zack, das ist gerade im Backofen. Aber die letzte Stunde wegen Geschmack und Aroma muss natürlich wieder auf den Grill. Das heißt, ich habe den Grill jetzt ausgemacht, muss ihn aber gleich wieder anmachen. Rechtzeitig, dass er wieder ready ist, bevor es soweit ist. Und die letzte Stunde noch. Und dann gibt es endlich Essen. Muss gestehen, ich habe ein bisschen Hunger, ne? Wo müssen wir denn hin? Es scheint ja nach oben zu gehen irgendwie. Gibt es da noch eine Kneipe? Oder wo gehe ich jetzt hin? Geht doch wieder in die Unterstadt, oder nicht? Ja, okay, doch. Unterstadt ist doch vernünftig. Da habe ich auch ihn auch erwartet. Da scheint es noch eine Kneipe zu geben.
Na dann mal los. Ding, ding. Fremdländer. Auf in den auf in den Barackenplatz. Frage ist, wo lang? Hier lang oder eher da lang? Geh mal erstmal Manche hier Leute lang. Leute wissen einfach nicht, was ihr Pfad ist. Ja, du, bei mir bin ich mir auch nie so ganz sicher. Ah, der Puffbär, wo soll er denn sonst sein? Natürlich ist er hier. Wo soll er denn sonst sein? Okay, auf geht's. Messer! Messer! Ihr seht aus, als habt ihr ein gutes Herz. Ah! Na, sowas! Wenn das nicht der heilige Prophet ist. Was machst du hier? Brauchst du auch eine kleine Auszeit? Moin, ich wollte euch gar nicht stören. Den Prostituierten 50 Groschen geben, bitte geht, mein Freund und ich müssen sprechen. Verschwindet, mein Freund und ich müssen sprechen. Ich gebe ihm Geld. Hey, aber wir... Wir haben doch gerade erst angefangen. Haut mal ab, du. So. Bin schön, dass er auch einen Typ dabei hat. Du bist manchmal viel zu ernst. Weißt du das eigentlich? Es gibt Momente, in denen muss man einfach... in das Leben eintauchen. Das hat nichts mehr mit Eintauchen zu tun. Das ist widerlich. Mit Glimmerkappenstaub? Das ist verdammt gefährlich. Es gibt einen Unterschied zwischen Eintauchen und sich gehen lassen. Ach was. Ich genieße. Solltest du vielleicht auch mal probieren. Wer weiß, wie viel Zeit uns dafür noch bleibt. Was willst du überhaupt? Wieso bist du hier? Ich sag mal so, ich wollte nach dir sehen. Ich dachte, nach allem, was passiert ist, würdest du vielleicht mit mir sprechen wollen. Ja, richtig. Sprechen. Sprechen ist gut. Sprechen ist gut, oder? Ich weiß es nicht mehr. Das Ganze hier, dir geht es um die Sache mit Adila, oder? Vielleicht. Vielleicht scheiße ich aber auch auf Adila. Vielleicht scheiße ich sogar auf euch alle. Und warte nur auf den richtigen Moment, euch zu verraten. Wer weiß das schon. Das ist ja das Schöne am Leben. Man weiß nie, welche Wege es geht. Jasper, was soll das? Du bist nicht du selbst. Reiß dich zusammen. Das ist würdelos. Nee, machen wir das da. Bin ich nicht? Nee, bist du echt nicht. Das wäre, wenn das, was du hier siehst, die ungeschminkte Wahrheit ist, wer ich wirklich bin. Würdest du dann immer noch hier stehen und mit mir reden? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn du mich wirklich kennen würdest, wärst du schon längst über alle Berge. Was soll der Unsinn? Wir sind Freunde, daran wird sich so schnell nichts ändern. Freunde? Du willst es wirklich nicht kapieren, oder? Nee, ich bin eigentlich Lass immer... Lass mich nachdenken, wie ich es dir am besten erklären kann. Warte mal los. Ah, es steht sogar auf. Dann ist es wirklich wichtig. Oh, sehr schön definierte Bauchmuskeln. Vier Worte. Es ist mir egal. Es ist mir egal, woher meine Aufträge kommen oder was ich dabei tun muss, solange die Bezahlung gut ist. Es ist mir egal, ob der Bettler vor der Taverne am Hunger verreckt, solange ich drin mein Bier genießen kann. Und es ist mir egal, wenn Menschen, die glauben, sie seien mir irgendwie wichtig, vor die Hunde gehen, weil sie mir egal sind. Adila ist tot? Scheiß drauf. Damit lebt wenigstens niemand mehr, der kapiert hat, was ich wirklich bin. Lysia. Sie war die Erste. Ich habe mir von ihr genommen, was ich wollte. Und sie zurückgelassen, so wie all die anderen auch. All die anderen? Was meinst du?
Hast du dich nie gefragt, warum ich immer alleine bin? Loyalität, Freundschaft, Liebe. Wir sind alle allein. Nur scheine ich der Einzige zu sein, der das verdammt nochmal kapiert hat. Asche zu Asche. Staub zu Staub. Gott, bist du dumm, Junge. Die Hohen haben Adida zu dem getrieben, was sie getan hat, nicht du. Die Hohen. Ja, die Hohen. Ja, die Hohen. Als das mit unserer Familie passiert ist. Sie war so verwundbar. So verloren. Noch viel mehr als ich. Aber glaubst du, ich habe etwas getan, um sie aufzufangen? Ich habe mich nur um mich gekümmert, von Anfang an. Was Adila getan hat, was sie geworden ist, das ging doch nicht von heute auf morgen. Ich habe es immer gespürt, aber ich habe ihr nie geschrieben, nie nach ihr gesehen. Und weißt du auch warum? Nicht, weil es keine Möglichkeit dazu gegeben hat. Nicht, weil ich Angst davor hatte. Das sind doch nur die Ausreden, die wir uns erzählen, um keine Verantwortung übernehmen zu müssen. Ich habe es getan, weil ich keine Lust hatte. Keine Lust auf den Ärger, keine Lust auf den Stress, keine Lust auf gar nichts! Genau wie bei Lysia auch. Aber Lysia hat dich doch verlassen, nicht du sie. Lysia wollte etwas, das du ihr nicht geben konntest. Es ist nicht deine Schuld. Machen wir mal so rum. Wir waren auf einer Mission in Golden Forest und hatten gerade Lager für die Nacht gemacht. Es war kurz nachdem wir feststellten, dass sie und ich unterschiedliche Erwartungen hatten. Dementsprechend war natürlich auch die Stimmung. Ich bin gegangen, um Feuerholz zu sammeln, und als ich wiederkam, hatte ein halbes Dutzend Banditen das Lager überfallen und Lysia niedergeschlagen. Sie hat noch gelebt. Ich habe es gesehen. Sie hat mich angesehen, verdammte Scheiße. Aber ich bin gerannt. Ich habe mich umgedreht und bin einfach gerannt. Wow, das ist krass. Aber warum? Es waren 6-1. Nee, jetzt werde ich ihn nicht mehr bekräftigen. Was haben die Banditen mit dir gemacht? Ich weiß es nicht. Ich bin nie zurückgegangen. Nie. Alter Focko, Alter, aber warum? Warum nicht? Was interessiert mich schon, was aus den Menschen wird? Die glauben, sie bedeuten mir etwas. Es ist, wie Adila es gesagt hat. Mein Leben hat einen einzigen Inhalt. Und der bin ich. Richtig übel, Alter. Dann verantwortest du ihren Tod. Du hast Angst bekommen? Das war nicht heldenhaft, aber nur menschlich. Jeder macht Fehler. Wichtig ist nur, dass man daraus lernt. Sag das Lysia. Glaubst du, bei uns war das anders? Ich hab dich gesehen und hab gespürt, dass mit dir Gold zu machen ist. Dass du besonders bist. Und hätte mir dieser Koarek dein Leben gegen meines angeboten, glaubst du, ich hätte auch nur eine Sekunde nachgedacht? Du denkst, wir sind Freunde oder was auch immer. Aber das sind wir nicht. All das hier hat längst aufgehört, lukrativ oder spaßig zu sein. Du bist hier, weil du an unsere Mission glaubst. Das ist doch nicht wahr. Du machst dir Vorwürfe, weil du das mit Adila nicht hast kommen sehen. Dann sollten wir zukünftig wohl getrennte Wege gehen. Ich dachte immer, zwischen uns wäre mehr. Komm, ich werde erstmal noch das sagen. Dann hast du wohl falsch gedacht. Mann, bist du ein Arsch. Doch nicht wahr. Machen wir das hier. Wenn du das glauben willst. Du machst mich zu etwas, das ich nicht bin. Das ich nie war. Ich bin keiner von den Guten. Und du? Du bildest dir ein, mich zu kennen, aber das tust du nicht. Adila und Lysia, das ist doch nur die Spitze des Eisbergs. Entschuldige mich jetzt bitte, in Ordnung? Ich muss weg von hier, weg von dieser Stadt, weg von diesen Menschen, weg von allem. Oh cool, der portet sich einfach weg. Und sein Kopf in die Decke. Tja, ich würde sagen, da ist er weg. War es das jetzt? So ist er jetzt gegangen? Mit diesen Worten ist er einfach, hat er sich einfach verpisst? Was für ein Arschloch. Also er ist schon echt ein verdammtes Arschloch, aber nur weil er meint, wir wären keine Freunde, ist mir doch fick egal. Ich habe ihn gemocht. Ja.
Und ich glaube, tief in seinem Inneren wäre auch ein guter Jasper gewesen, aber... Wow, das war gerade hart. Das war gerade hart. Meine Lieben, ihr hört den Hahnkrähen. Ihr wisst, was das bedeutet. Ihr könnt euch ja selber mal ein Bild darüber machen. Haut mal raus, was ihr über den guten Jasper denkt, wie ihr das seht und wie ihr reagiert hättet. Und ja, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns gerne im nächsten Part wieder. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.